Willkommen zurück zu Schnubberdubbers und Schnitt 7 mit zwei Leuten. Yay! Dann schneiden wir doch mal wieder irgendwo auf der falschen Seite, vermute ich. Wir müssen drauf achten, wo die Scheren sind. Das ist nur einmal passiert. Ja, eben. Bereit? Oh, wir müssen tatsächlich innen schneiden dieses Mal. Okay. Wir werden gefordert und so. Ja. Du machst den großen Schnitt, wie ich sehe. Schnipp! Dann müssen wir uns gleich ein bisschen kleiner machen da oben. Oder einen von uns zumindest ein bisschen kleiner machen. Ich feuer dich von hier aus an. Go! Du schaffst das! Los! Ich glaube nicht. Sehr gut. So. Lief doch schon mal gar nicht schlecht. Dann. So. Moment. Okay. Hebst du mich mal da rein oder so? Moment. Oh. So. Ich hätte dich deutlich breiter lassen können. Jo. Schnipp, schnipp. Das muss reichen, schätze ich. Dann machen wir mal die andere Seite. Geh mal da ein Stück weg, du schneidest da vorne rein. Ja. Also soll ich dich vielleicht so schneiden. Ja, wäre sinnvoll. Okay. Dann gehen wir wieder da rein und machen das möglichst gerade. Sauber. Falschen Knopf gedrückt. Wahrscheinlich habe ich es kaputt gemacht. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe es kaputt gemacht. Mist. Gott. Ich bin überhaupt nicht mehr an die Steuerung gewöhnt. Okay, hier ist reparieren, hier ist schneiden. Es kommt aber, wenn man auf DLC wartet und dann keine Erfahrung mehr mit dem Spiel hatte. Okay. Okay. Schnipp, schnipp. So, nochmal eben schnell. Ach ja, andersrum. Ich drehe mich mal eben wieder. So. Mhm. Ja. Gott, ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. So, hier ist schneiden. Ich muss jetzt jedes Mal vorher gucken, wo es nochmal schneiden gewesen. Bis ich da wieder komplett drin bin. Zack, zack, zack. So, ich schätze, du machst den Rest. Noch ein weiteres Mal. Ah, kannst noch ein bisschen. Oh, das reicht schon. Wow. Total krüppelig jetzt, aber. Ja. Es ist Hasenman. Es ist Robohase. Oder das. Irgendwie so. Weg mit Robohase. Ach, hast du das Bild kaputt gemacht? Ja. Das war sonst ich. Mit voller Absicht. Ah, 5 von 5. Und als nächstes machen wir einen leckeren Bonbon-Eintopf. Magischer Kessel. Schau auch mit fliegenden Besen. Abracadabra. Ja, aber da kriegen wir Ballons. Das stimmt. Vielleicht fliegen wir auf einen Ballon? Breit? Klos. Was? Was sollen wir tun? Okay. Ah, okay, wir kontrollieren den Besen. Okay, also ich schätze mal, wir müssen den Besen dazu bringen, die Sachen da oben einzusammeln oder so. kann man darüber besen? Hm? Hä? Müssen wir nicht? Ah, wir müssen die Sachen auch runterholen, scheinbar. Weird. Okay, gehen wir da drunter. Oh, kannst du mich mal halbieren? Ja, kann ich, Moment. Ich drehe mich währenddessen mal eine ganze Runde. Moment, der hängt da noch so ein Sabalätzchen vorne dran. Jo. So, dann mache ich dich jetzt zu einem Kessel. Unglaublich. So. Und dann darfst du dann kriegst du einen Freiflug mit diesem fliegenden Besen da oben. Also ich hole ihn mal runter. Auf dich wollte ich nicht drauf. So. Okay. So, ein Bonbon. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das Bild da oben berühren dürfen, von daher vermeide ich das jetzt einfach mal geflissentlich.
Nein! Tschüss, tschüss. Na, spoiler gleich neu. Okay, ich denke mal, mehr als zwei Sachen kannst du eh nicht nehmen. Nee, so viel Platz habe ich nicht. Fahr mich rüber zum Kessel. Okay. Ja, okay, du bist zu weit, Ja, aber es müsste eigentlich ganz gut sein, oder? Besen ist im Weg. Jo, läuft. Okay. Die Fahrt geht zurück. Einmal umdrehen. Es ist nur leicht merkwürdig, das zu steuern. Okay. Und stopp, rüber. Stopp. So, da müsste eigentlich genug Platz neben dem Besen sein, oder auch nicht? Minimal zu wenig. So. Plopp. Da. Gut gemacht. Yay. Unser Kessel explodiert. Oh nein. Ladevorgang. Interessante Mechanik. Des Weiteren. Schatzschilderei. Okay. Okay, dann treffen wir diese Auswahl. Schauen wir mal, was das jetzt Tolles wird. Ladevorgang. Auf jeden Fall haben sie deutlich mehr Gimmicks, habe ich so das Gefühl, als beim letzten Mal. Breit? In eine Klos. Welt gepackt. Was soll hier passieren? Okay, wir müssen die grünen Dinger berühren, aber die anderen nicht berühren, die lilanen. Also wenn das alles ist, ist es ja extrem einfach. Ja. Okay. Also dann du musst. Moment, dann. Aber kannst du dich ein bisschen nach oben machen? Reicht noch nicht. Ja, ein bisschen. Okay. So, geh mal jetzt da rein. Ich glaube, dann berührst du die unteren nicht mehr. Nee, du musst mich höher machen. Dass du da hinten abgeschnitten hast, hat nichts gebracht. Ja, dann kannst du gleich aber bei mir leichter reinschneiden. Ich brauch genau in der Mitte das Loch. Ich brauch quasi genau dich dann als Loch, als Passform. So, guck mal. Ja, ja, das ist schon mal gut. Oh, wahrscheinlich. Weiter komme ich nicht nach oben. Also. Oh. Schnips. Jo. Ja, jetzt schneid das genau. Das war's schon? Schneid das genau in mich rein. Nein, ich brauche die oberen und unteren, brauche ich. Du musst mir in der Mitte das Loch entscheiden. Ach so, ah, ja, ich sehe. Ich habe da so ein komisches Ding. Schauen wir, ob es reicht. Jo. Reicht. Okay, ich vermute mal, das war's noch nicht, weil das war irgendwie zu einfach. Ja. Okay. Also, ich brauche dich als Form. Ja, kannst du mir erstmal. Nee, ist doch gut, du musst doch nur einen Schnitt bei mir machen, oder? Und dann habe ich's doch schon. Stimmt. Ich bin nicht breit genug. Ich komme hier mal raus. Ich bin unten nicht breit genug. Ja, und oben muss auch noch ein kleines Stückchen weg, da war ich auch ein bisschen zu groß. Ja. Ja, vielleicht hinten. Er ist zu weit. Muss so weit hinten reinschneiden. Ja, oben noch ein Stück. Ja. Okay, es müssen aber beide gleichzeitig sein. Okay. Ich würde sagen, dieses Mal müssen sie gleichzeitig stemmen. Okay, ja gut, das hier hinten ist ja kein Problem, wenn ich hier drin nicht festhängen würde. Dann repariere ich am besten mal und. Ne, schneiden alles weg. Auf der rechten Seite alles weg. Alles, was da rechts so ist. Der falsche Knopf. Zack. Soll ich so da reinstellen oder was? Passt das? Ja, passt. Das passt. Du musst nur noch da rüber gesprungen kommen und dann. Ich. Wieder einmal umdrehen, dann haben wir. Läuft. Hey! Gut gemacht! Ich komm hier nicht raus! Jetzt komm ich da raus! Für immer eingesperrt! Für mich eingeschwellt in der Schatztruhe. Bonbons! Oder yay. Schätze. Der Diamanten. Tingle. Goldtaler. Tingle wird sich freuen. Dublonen. Ja. Knochenarbeit. Na, da bin ich gespannt, ob es wirklich welche ist. Schauen wir mal. Bis jetzt war der DLC nicht allzu schwierig. Wollte gerade sagen, hat aber gute neue Gimmicks. Wollte gerade sagen, waren lustige Sachen dabei, aber man konnte sie sehr leicht verstehen. Also es ging alles sehr schnell. Okay, wir müssen die Knochen zusammensetzen, die richtigen, schätze ich. Ja, es wäre gut, Fanggefäße zu sein, schätze ich. Also, schneide ich. So, das wäre ein bisschen sehr klein, aber okay. Oh. Na, hast du dich einmal zu früh rausbewegt, ja.
So, dann... Das ist aber, glaube ich, kein Teil des Knochens. Nee, das will ich auch müssen gar nur nicht. Drei Teile sein. Nein, bleib hier. Ich habe mir in der Luft zusammengesetzt, zählt das? Naja. Können wir das irgendwie zurücksetzen, weil jetzt ist das Ding da drin? Okay. Kommst du einfach wieder raus. Ich habe schon mal despawned. Geht so, das ist schon auf jeden Fall das Mittelteil. Geht alle da weg, ich will das hier haben. So. Kling. Ja, okay, das sitzt schon mal. Dann brauche ich das Stück Knochen da. Ich brauche mal ein Sprungbrett. Jo. Wäre vielleicht gut gewesen, erst das Mittelteil zu haben, aber okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt machen wir hier alles kaputt. Jetzt muss ich nach oben. Wenn du das horizontal machst, kannst du dich, glaube ich, da drüber strecken und dann. Kannst du mir da unten was absch. Achso, du meinst so oder was? Ja. Ja, aber dann kann ich mich ja da nicht reinschieben. Ja, jetzt kannst du dich ja. Kannst du mir nicht einfach was abschneiden? Ah, Moment, ah, ich hab's gelöst! Ja, dann. Hol mal, was du brauchst. Vielleicht nimmst du dir erstmal das Stück da. Sieht leichter zu erreichen aus. Okay. Und jetzt noch die andere Seite davon. Nicht in meinen Knochen! Sehr gut. Ich beschütze die anderen beiden Knochen. So. Komm her. Ja. Okay. Und rein damit. Yay! Hey, gut gemacht! Gut gemacht! So, jetzt machen wir wieder kaputt. Hey! Ah, es gibt leckere Knochen für die Katze und den Hund. Ja. Da unten links sieht. Ja, doch. Das soll wirklich eine Katze sein, die Fischknochen kriegt. Ja. Ja, ich bin mir sicher, Fischgräten sind das Lieblingsessen jeder Katze. Okay. Oh, total. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu Kanonendonner. Yay, das sollte dann ja wahrscheinlich wieder mehrere Stages hintereinander haben. Wahrscheinlich. Die Stern-Stages ja normalerweise für bekannt. Ja, die erste große Herausforderung des DLCs. Ja, mit Kanonendonner. Bis dahin, see ya. Aloha.